Hi, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Mein Name ist Frank und wenn euch dieses Video gefällt, dann hinterlasst mir doch bitte ein Like, abonniert meinen Kanal und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, heute möchte ich euch über deutsche Gesetze erzählen, denn zum Ausgleich, wie ich ja schon in den letzten beiden Videos gemacht hatte, war halt, ja, die sinnlosesten Gesetze aus den USA. Nun, wie gesagt, dies ist jetzt der Ausgleich und jetzt kommen auch mal die sinnlosesten Gesetze aus Deutschland. Fangen wir an. Schwimmen im Abwasserkanal verboten. Schade eigentlich, denn wer hat sich als Kind nicht gern getroffen, um zusammen mit seinen Freunden eine Runde in der Jauchegrube zu drehen? Leider ist es offiziell nicht erlaubt, denn zum Schwimmen im Abwasserkanal braucht es eine Erlaubnis. Aber wer schwimmt nicht gerne zusammen mit Kötteln im Wasser? Atombomben. Es ist laut Gesetz verboten, eine Atombombe oder eine andere nukleare Waffe zu zünden. Bis zu 5 Jahre muss man sonst ins Gefängnis. Erscheint meiner Meinung nach ziemlich harmlos im Vergleich zu den Auswirkungen. So lautet es nach Paragraph 307 des Strafgesetzbuches: Wer es unternimmt, durch Freisetzen von Kernenergie eine Explosion herbeizuführen und dadurch Leib und Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert zu gefährden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Sollte die Atombombe aber nur aus Fahrlässigkeit gezündet werden, erwartet den Initiator ja, nur eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren, kein Scherz, oder aber man muss ein bisschen Kleingeld springen lassen. Verursacht der Täter durch seine Tat hingegen den Tod eines anderen Menschen, so muss man mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe rechnen oder wie gesagt nicht unter 5 Jahren. Dass man mit einer Atombombe Menschenleben gefährdet, ist ja im Falle einer Atombombe höchst unwahrscheinlich. Nicht im Gleichschritt über eine Brücke laufen. Es ist ausdrücklich verboten, im Gleichschritt über eine Brücke zu marschieren. Dieses zugegebenermaßen lustige Gesetz aus Deutschland ergibt tatsächlich Sinn, denn der Grund dafür ist eine mögliche Resonanzkatastrophe durch die Schallwellen. 1831 stürzte in dem Vereinigten Königreich eine Brücke ein, weil 74 Soldaten im Gleichschritt darüber marschierten. Deshalb lautet es auch nach Paragraph 27 Absatz 6 der Straßenverkehrsordnung: Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden. Nun ja, allerdings macht es aus heutiger Sicht allerdings keinen Sinn mehr, weil, nun ja, die heutigen Brücken, die sind halt stabiler und haben auch sozusagen einen Resonanzabsorber und dementsprechend machen den halt diese Schallwellen, die man halt damals befürchtet hat, als das Gesetz rauskam, nichts mehr aus. Also das Gesetz könnte man eigentlich streichen. Betrogene Eheschließung. Eine Eheschließung in Deutschland ist nicht gültig, wenn sich die Beteiligten nicht bei Bewusstsein befanden oder nicht wussten, dass es sich um eine Eheschließung handelt. Damit sind fiese Pseudo-Hochzeiten à la Graf Olaf aus der Serie A Series of Unfortunate Events ausgeschlossen. So lautet es nach Paragraph 314 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: Erstens, eine Ehe ist nicht gültig, wenn ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im Zustand der Bewusstlosigkeit befand oder zweitens, ein Ehegatte nicht wusste, dass es sich um eine Eheschließung handelt. Was es damit auf sich haben könnte, erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke, auch bekannt aus YouTube. Also wer beispielsweise unter Drogen stand oder betrunken war, als er die Ehe geschlossen hat, der war quasi auch so etwas wie bewusstlos. Zitat von Christian Solmecke. Diese Ehe wird dann aufgelöst, es sei denn, man zeigt nachher den Willen, die Ehe fortführen zu wollen. Um diesen Willen zu bekunden, reicht allerdings schon die Ausübung des Geschlechtsverkehrs und siehe da, die Ehe gilt als rechtmäßig. Heiratet man also betrunken und schläft da mit dem jeweiligen Partner oder der jeweiligen Partnerin, heißt es: Bis der Tod euch scheidet. Todesstrafe in Hessen für Einbrecher. Tatsächlich galt nach dem Landrecht in Hessen, dass Einbrecher noch zum Tode verurteilt werden konnten bis ins Jahr, und man halte sich fest, 2018. Da das aber laut Bundesgesetz bereits verboten war, fand das Gesetz lange keine Anwendung mehr.
Inzwischen ist es auch abgeschafft worden, aber lustig ist es dennoch. Nur Sonnenschirme in Beige, bitte. Im Bad Soden-Allendorf, auch in Hessen, darf man nur Sonnenschirme benutzen, die beige, pastell- oder sandfarben sind. Wer die Kleinstadt-Idylle mit farbigen oder schwarzen Sonnenschirmen verschandelt, der muss, wie soll es anders sein in Deutschland, eine Bußgeld bezahlen. Nackt Autofahren. Und das nächste lustige Gesetz aus Deutschland besagt zwar nicht, dass das Autofahren im nackten Zustand verboten ist, das Aussteigen allerdings schon. Denn dann zählt es als Belästigung und wird mit 40 Euro Bußgeld bestraft. Wenn ich nur Millionär wäre. Blinde Autofahrer. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen blinde Menschen auf Einwohnerparkplätzen und im eingeschränkten Halteverbot bis zu 3 Stunden parken. Das macht Sinn. So ganz ohne Führerschein. Einschlafen auf der Arbeit. Wenn man auf der Arbeit einschläft und sich deshalb verletzt, weil etwa, ja, man vom Stuhl fällt, so gilt das tatsächlich als Arbeitsunfall. Autowaschen verboten. Das Waschen des Autos ist auf unbefestigtem Grund verboten, denn sonst können die Chemikalien der Reinigungsmittel frei in den Boden sickern. Das Waschen in der Garage oder einem betonierten Grund ohne Abfluss ist allerdings gestattet. Naja, und durch die Fugen geht nichts in den Grund. Dienstreisen. In Nordrhein-Westfalen gilt, stirbt ein Beamter auf einer Dienstreise, dann gilt diese Dienstreise als beendet. Ja. Wer hat das jetzt genau abgestritten? Räder nicht in der Garage. Aus Brandschutzgründen darf man seine Autoräder nicht in der Garage lagern. Naja, nur gut soweit, aber muss man das Auto dann immer ohne Reifen einparken? Einfach nur dämlich. Kopfkissen als Waffe. Kommt es einer nicht einvernehmlichen Kissenschlacht, kann der Schlag damit als Waffe zählen. Wichtig ist, wie das Opfer die Situation wahrnimmt, also Obacht bei der nächsten Übernachtungsparty. Kissen sind sehr gefährlich. Achtung! Viehtreiber müssen sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Wer mit seinen Vierbeinern auf deutschen Straßen unterwegs ist, der muss sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Klar, moderne Schafherden haben sich den neuen Bedingungen angepasst und würden den Führerscheintest im Schlaf bestehen. Ein leerer Tank ist verboten. Und wir bleiben auf der Straße, denn dieses deutsche Gesetz ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Es ist verboten, auf der Autobahn einen leeren Tank zu haben. Der Grund für dieses Gesetz lässt sich sicherlich nachvollziehen. Aber es ist ja nicht so, dass wir mit Absicht auf der Seitenspur liegen bleiben, um uns dann mit Luxustreibstoff vom ADAC versorgen zu lassen, oder? Herrenloser Bienenschwarm. Wird der Bienenschwarm nicht von seinem Besitzer oder seiner Besitzerin verfolgt, so gilt er als herrenlos. Beim Verfolgen des Schwarms dürfen Besitzer allerdings fremde Grundstücke betreten. Immerhin, diese Erleichterung bietet dieses absurd lustige Gesetz künftigen Bieneneigentümern. So lautet es nach § 961 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Damit der Imker seinen Bienenschwarm wieder einfangen kann, darf er laut § 962 fremde Grundstücke auf seiner Jagd betreten und sogar Wohnungen öffnen, um die Waben zu entnehmen. Zwei weitere Paragraphen beschäftigen sich ebenfalls mit dem wichtigen Thema Bienen. Woher diese Gesetze stammen, ist allerdings nicht so genau zu klären. So gab es aber zu Zeiten der Weimarer Republik 3 Fälle, in denen die Bienengesetze in Kraft traten. Fußballfelder. Aus der Kategorie unnütz, weil einfach nur logisch, ist auch dieses Gesetz von 1896. Es besagt, dass ein Fußballfeld grundsätzlich baumfrei sein muss. Macht sich auf jeden Fall besser beim Spielen ohne Hindernisse, oder?
Deutschland, man muss einfach nur zweifeln an deinen Gesetzen. Wenn es für einige lustige Gesetze noch recht nachvollziehbare Gründe gibt, wie zum Beispiel das mit den alten Brücken und dem Gleichschritt, fragt man sich jedoch, wer hat sich über das Parkverhalten von Blinden lange den Kopf zerbrochen? Okay, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, hinterlasst mir bitte ein Like, abonniert meinen Kanal und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Mein Name ist Frank und ich grüße euch mit allerbesten Grüßen hier aus Clinton in Connecticut und bis dahin, howdy!